Hallihallöchen und willkommen zurück zu einem weiteren Part. Mein Name ist Gelato86 und wir spielen das Spiel Final Fantasy 15. Wir sind ja letztens stehen geblieben und waren bei Dino, haben einen Rubin abgegeben, soweit ich weiß. Und ja, nehmen wir mal die nächste Mission von ihnen an. Wir sind nach wie vor immer noch am Nebenmission machen. Aber nicht mehr lange. Nicht mehr lange und wir machen mit der Story weiter. Hey, so viel kann ich sagen. Alles fit? Habt eine Bitte. Ich hab ja eh keine Wahl. Ja. Aber diesmal ist's mir ernst. Bisher hast du uns nur zum Spaß weggeschickt? Nein, nein, das nicht. Aber wenn ihr diesen Auftrag schafft, kann ich mich selbstständig machen. Ja? Na, das wäre ja super. Jetzt freu dich doch mal für mich. Und ihr werdet mich dann auch für immer los. Und die Weltherrschaft wäre zum Greifen nah. Könnt was Tolles basteln. Damit wären sogar die Jäger in der Lage, meine Aufträge auszuführen. Verstehst du? Will heißen, nichts weniger als meine Zukunft wird hier entschieden. Klar bin ich da ernst. Leider gibt's aber auch diesmal kaum Infos. Naja, wenn's nicht sein soll, dann soll's halt nicht sein. Aber noch will ich meinen Traum nicht aufgeben. Ich zähle auf dich, mein Prinz. Okay, das heißt, eventuell ist das die letzte Mission von ihm. Steine lassen Augen funkeln. Ja, dann wollen wir mal gucken, wo die Augen funkeln. 55. Okay. Ja, zum Glück sind wir Level 55. Das heißt, wir fahren oder reiten mal dorthin. Dino will den Schreiberjob also an den Nagel hängen? Es schien ihm jedenfalls ziemlich ernst zu sein. Stimmt, er war sogar fast erträglich. Für seine Verhältnisse? Ja. Los, Kleiner. Wir reiten mal dahin und schauen. Ja, und schauen mal, was uns dort erwartet. Es ist gerade sehr, sehr dunkel. Aber zum Glück erkenne ich noch was. Das kommt mir sehr, sehr bekannt vor, wo ich, als ob ich hier schon mal wäre. War. Was ist das für ein Gebäude? Ahnung. Ich frage mich, wann es wohl erbaut wurde. Das ist ein Dungeon? Die Frage ist wohl eher, von wem? Cool, das ist ein Dungeon. So, ich war hier definitiv noch nicht. Naja, umso besser, schauen wir uns um. Vielleicht gibt es hier auch wieder eine Königswaffe. Sehr wahrscheinlich. Wäre natürlich doof, wenn hier keine wäre. Also machen wir jetzt erstmal alles auf. Seht mal, da vorne. Guckt mal, wie tief das da runter geht. Wo denn? Man sieht den Boden nicht. Also hier geht es irgendwo erstmal nirgendwo runter. Gut. Achso, da meint hier oder was? Warte mal, das sieht aus, ob das so Treppen wären. Es gibt Ach, das also sind tatsächlich doch einen Eingang. Die Steine haben eine Treppe geformt. Nett von ihnen. Er scheint einfach nur ein bisschen lichtscheu zu sein. Los, Leute. Bin dabei. Was denn? Küsten. Was? Küstenmarkturms. Okay, das ist eine Aufgabe für Level 55. Ich glaube, ich gehe doch nochmal hoch. Einfach, weil ich mich oben nochmal umgucken will. Umgucken, da gab es ja noch. So, genau, zum Beispiel hier rein. Mal gucken, was es hier gibt. Ein Schätzle. Ein Chromstück. Wow. Ich habe keine Ahnung, für was das ist. Aber wow. Was haben wir denn hier noch? Hüppel, hüppel, hüppel. Ein Mithrilschaft. Ich glaube, das ist was Cooles. Oh. Ja, ansonsten gibt es ja nichts und wir können tatsächlich runtergehen. Und schauen wir mal, was es hier so gibt. Okay, hier gibt es direkt. Okay, dann lasst uns mal suchen. Steine! Gibt's Monster! Hilfe nur 30. Hallo, ich kann nicht mal aufstehen. Was ist denn hier los? Ich kann nicht mal aufstehen. Jetzt. Wie ich heil die. Achso, die sind selbst Eis.
ich jetzt die nochmal geheilt? Oh mein Gott, ich heil dich. Prompto, vorsichtig. Warte mal, hier. Gegen was sind die empfindlich? Ein Blitz. Okay. Und jetzt mache ich immer noch Heilungsschaden. Und auch immer noch. Ich weiß nicht, wie wir die jetzt besiegen können. Ja klar, ich nehme einfach eine andere Waffe. Einfach nichts mit Element. Das wäre dann die beste. In dem Fall die Runenklinge. Was habe ich denn noch so? Ich habe doch noch krasse Waffen. Assassin-Dolch und sowas. So eine Metrilpistole. Lammenschild. Ja. Genau, wir haben ja so einen Stern bekommen. Oh, das ist auf alles. Auf alles elementar. Ich denke mal, das ist überhaupt nicht gut. Wir nehmen jetzt einfach mal hier die Zwillingsdolche. Diese hier. Assassin-Dolch. Mal gucken, die so sind. Hauptsache wir machen Damage. Ja, wir machen ein bisschen Damage. Hauptsache wir machen ein bisschen Damage. Los, Claudio! Probleme? Hit them all! Sehr gut. Ich muss sagen, mit Dolchen kämpft sich auch ganz lustig. Ist mal was anderes. Ist mal was anderes, als wenn du ein Schwert. Ich glaube, ich hab den Dreh jetzt raus. Ja, ich auch. Meinst du das ernst? Ich meine, echt? Meinst du? Prompt, du musst alles nachfragen. Was soll das hier wohl sein? Schwer zu sagen. Die Substanz wirkt im Grunde genommen wie neu. Aber bei genauem Hinsehen atmen die Steine förmlich. Eine Schimmerlanze. Ich glaube, das ist die Waffe, die wir jetzt ausrüsten. Tatsache hier. Wobei, ich glaube, ich nehme mal eine andere Waffe. Meine Pechwaffe. Ja, die ist krass. Also, ich hätte niemals gedacht, dass so Bonbon so Probleme machen würden. Das ist ja krass. Die haben sich die ganze Zeit irgendwie verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht. Also auf jeden Fall die ganze Zeit aufgeteilt. Zumindest sah das so die ganze Zeit aus. Hey, lass den Quatsch! War keine. Och Leute, hört auf zu sterben, bitte. Ich hoffe, der Boss ist kein hier. Verdammt, kein Bombe oder so. Ach, das gibt's so nicht. Sind wir wirklich zu schwach für hier? Ist das ein Dungeon, dem wir nicht gewachsen sind? Das kann doch nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Dass wir hier so Probleme im Kampf haben. Leg los, Prompto! Noch! Prompto! Zur Stelle! Großartig, so zerschmetter sie. Du großer Zerschmetterer. Sehr gut. Ich hab nichts anderes erwartet. Kein Problem. Okay, das haben wir geschafft. Krass. Und dann geben die noch so wenig Erfahrung. Das war hart. Dann lasst uns mal suchen, was Dino braucht. Das gibt's doch nicht. Oh, jetzt darf ich balancieren. Das sieht hier aus. Ich glaube, hier kann man gar nicht runterfallen. Ja, ich glaube, man kann hier echt nicht runterfallen. Jetzt will ich mal was gucken. Okay, das ist wahrscheinlich in diesem Bereich, muss ich das finden. Und ich muss dafür wahrscheinlich diese Bombe besiegen. Aber, das machen wir dann gleich. Erst machen wir hier das hier Kunden. Na gut,
ich umgehe sie und greife von hinten an. Wir erkunden erstmal den Dungeon. Auf welcher Seite stehst du? War keine Absicht. Verdammt, ich wollte gerade die Königswaffen einsetzen. Jetzt. So, das war doch ordentlich. Und jetzt noch sein krasser Zerschmetterer hier. Und da wächst kein Gras mehr. Sauber, Gladio! Mir nicht. Dieser Tag ist wirklich sehr, sehr stark und ziemlich geil. Ich warte. Wo ist denn der? Ach, das ist nicht runtergefallen. Ganz toll. Und die abhauen oder was? Scheint was zu sein. Wollt ihr nachsehen? Nein, kommt nicht in Frage. Was geht denn jetzt ab? Wer weiß, was uns da erwartet. Was geht jetzt ab? Kann ich die hauen? Okay, ja, ich bekomme Schaden. Augen auf! War keine Ahnung. Das ist gerade irgendwie ein Bug. Das zählt nicht als Kampf. Die anderen gucken echt nur zu. Ja, muss ich den dann alleine probieren? Ja los, prügel den doch ein. Okay, dann haben wir nicht mal Erfahrung für den bekommen. Wo kam ich von hier oben? Stimmt, da hinten war, glaube ich, noch ein Schatz. Jawohl. Ui, Ori Halkons. Das hört sich nach einem krassen Dolch hier an. Für Noctis. Ja, cool. Diese Dolche sind vom heiligen Licht gefüllt und somit besonders effektiv im Kampf gegen Lichtscheue sicher. Wollt bestimmt Viecher hinschreiben, oder? Sicher? Was ist denn sicher? Ich kenne nur Viecher. Na gut. Kämpfen wir mit unseren Dolchen. Wo lang? Auf geht's. Okay. Boah, ich kann's kaum glauben, wir haben's fast geschafft. Sauber, ich auch nicht, Ibis, ich auch nicht. Krass, wir haben's geschafft. Immer cool bleiben, Prompto. Wir haben's geschafft. Oh Mann, hab ich vielleicht einen Durst? Ja, wir haben jetzt mindestens 10 Minuten oder was gekriegt. War ja auch ein harter Kampf. Und hier dürfen wir raus. Wir dürfen hier erst raus, nachdem wir das hier besiegt haben. Boah, das ist ja voll die Strafe. Egal, wir haben es geschafft. Juhu! Ist das lästig? Klappe zu, Monster tot! Und den nächsten Monster? Das ist wie so eine Prüfung. Das ist wie so eine Prüfung. Nimm's mir nicht übel. So, hier, Dings da. Elixier auf Claudio. Ja, richtig in Fahrt! Mann, so wendige Ziele bin ich nicht hier gewohnt!
Okay, wir haben es geschafft. Was kriegen wir hier? Noctis? Gerade noch ein so. Megatrank, wow. Und was gibt's hier? Ah, ich glaube, hier ist das Ende. Ich möchte aber nicht zu weit runter. Und ihr wollt da natürlich hin, nicht? Du hast es erfasst. Vorwärts. Können wir nicht einfach hier runtergehen? Sei wachsam, Noct. Es ist bestimmt wieder eine Falle und wieder nur Kämpfe. Vorwärts! Ja! Los, greift an! Machen wir es kurz. Aber ich hoffe, es kommt keine Bombe hier. Einfach keine Bombe mehr, bitte. Aufgepasst. Gladio sieht recht blass aus. Ganz toll. Och, lass mich doch in Ruhe. Gut. Ja, siehst du mal. Nicht der Rede wert. Schluss jetzt! Gut, noch das rastet aus, alle verrecken. Sehr gut. Aber hallo! Und dann geben die noch so wenig Erfahrung. Jo, wir gucken uns erstmal hier um. Eine Gedenkmünze. Und dann können wir hier hin. Ah, cool, da ist schon das Ende. Und wahrscheinlich ein weiterer Grab, oder? Vorhang auf. Hoffentlich erwartet uns keine Tragödie. Lustig wird's jedenfalls nicht. Okay, sehr gut. Wir haben richtig Damage gemacht. Okay, was haben wir hier? Ist es das? Super! Lasst uns zurück. Ah, das war die Dino-Aufgabe. Okay, alles klar. Die war richtig schwer, muss ich sagen. Aber wir haben sie geschafft. Was gibt's denn hier? Ach, hier können wir durchkrabbeln. Nein, nein, ich will nicht. Nein, das ist ein Königsbonbon. Oh, ich möchte überhaupt nicht gegen die kämpfen. Aber so gesehen halten die auch gar nicht viel aus, wenn man genau hinguckt. Die teilen sich halt immer nur aus, wenn sie... Anscheinend, wenn sie groß sind, platzen die einmal. Dann kommen wieder zwei kleine, die dann wieder platzen und so ein paar Mal wahrscheinlich. Deswegen hat man zigtausend Millionen von diesem Bomber gehabt vorhin. Das war wahrscheinlich der Ursprung. Weniger herausfordernd als erwartet. Die Gelegenheit, um ein paar Bilder zu machen. Okay, hier ist auf jeden Fall das haben wir im Griff, mehr Leute. Da wir jetzt die eine Aufgabe gemacht haben, können wir die andere jetzt starten. Die ist keine Ahnung wo, wahrscheinlich noch weiter unten. Trotzdem nicht nachlassen. Aber das ist auf jeden Fall ein krasser Dungeon. Krasse Dungeon. Hätte mir mehr erwartet. Ja, denke auch. Was labert ihr? Es ist eine gute Herausforderung. Mehr erwartet. Das ist schon stark. Ich fühle mich leicht überfordert für diesen Gegner. Naja, jetzt nicht bei dem, aber bei dem Bomber. Diesen Wolf. So, die sind ja noch einigermaßen okay. Aber die doofen Bombers. Oh, ich muss definitiv Medikamente wieder kaufen, Heilung. Das ist ja so krass, dass ich hier verschwunden bin. Ist das einfach der Rückweg oder was? Ah nein, da muss ich hin. Ich habe mich gerade hier verlaufen. Glaube ich zumindest. Es war so klar, dass das eine Falle ist.
Noch ein Mithrilschaft, okay. Alles klärchen. Hier haben wir nichts. Okay, und jetzt geht's wieder runter. Warte mal, war ich hier nicht? Nee, es geht hoch. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich gehe wieder zurück. Oder irre ich mich? Oder wir müssen tatsächlich in dieses eine Loch, was vorhin aufgetaucht ist im Boden. Ja, hier war ich doch schon mal. Okay, anscheinend bin ich irgendwie doch zurückgelaufen. Aber warum? Warum bin ich zurückgelaufen? Moment, wir checken hier nochmal die Lage. Kann ja nicht sein, dass ich irgendwie falsch gelaufen bin. Jo, Feuer abgezapft. Also doch hier lang. Ich bin gerade echt irritiert, wo wir lang müssen. Wir hier schon? Sehen wir nach. Wahrscheinlich geht hier gleich der Boden kaputt, hä? Vorwärts! Ja. Naja, oder so. Ja. Genau der Weg. So, ich weiß, dass diese Goblin-Viecher jetzt wieder Feuer empfindlich sind. Daher mein Flammschwert. Echt extrem viel HP. Bist du okay? Ja, ich kann klar. Das war's. Durandal, wie geil ist das denn? Das ist ein Einhandschwert. Krass, dass wir sowas hier finden. Und das ist Heiligschaden oder was? Lichtschaden, das ist ja cool. Das Schwert ist vom heiligen Licht erfüllt und somit besonders effektiv im Kampf gegen Lichtscheuer. Sicher? Nein, das sollte wahrscheinlich Gegner heißen oder Viecher oder irgendwie sowas. Yeah, cool. Auf jeden Fall eine krasse Waffe gefunden. Tjo, wir kamen hier, also müssen wir mal hier lang. Aber, oder wir müssen wirklich dieses eine Loch runterfallen. Aber wo war das Loch? Ich weiß nicht mehr, wo. Also hier nicht. Das ist gerade echt ein Labyrinth. Ich bin auch nicht wo lang. Genau, hier das Loch. Da waren wir noch nicht. Auf geht's. Ja. Jetzt wird's hart. Los! Damage! Das ist ja noch irgendwie so ein Ninja. Sieht aus wie Yojimbo. Das war ein Fantasy 10 passieren, okay? Nein, lass mich in Ruhe. Wir wollen immer mehr wehtun. Wie der mich einfach absticht. Und damit ein HP. Okay, der hat keine HP. So, du machst jetzt einen krassen Dämonenbrecher-Attacke. Nice. Das ist ja wirklich Yojimbo. Der heißt ja wirklich so. Ich werde geklappt. Was macht Yojimbo hier? Das ist ja krass. Ist auch sein Hund dabei? Nein, Prompto. Nicht sterben, please. Das ist toll. Irgendwie ist der Dungeon richtig fordernd, aber mir macht das voll Spaß. Mir macht das richtig Spaß, der Dungeon.
So, keine Angst, wir kommen doch auch noch zu dir, Diego. Hört mir bloß nicht. Das ist nicht für dich. Mist. Der ist schon ein bisschen stark. Aufpassen, sonst war es das für uns. Keine Gnade. Oha, der macht super Kombos. Kommt hoch. Los, wir haben ihn gleich. Also, gleich. Zeigt keine Gnade. Was ist dieses Ständchen? Frost? Was besser aufnockt. Ja, wir haben ihn. Du bist ja richtig in Fahrt. So bin ich halt. Okay, krass. Yojin, Bro, ich hätte niemals gedacht, dass der hier auftaucht. Das ist ja genial. Ich bin ein bisschen baff. So, da wir Feuer schon gefunden haben, haben wir jetzt auch Eis, also finden wir noch Blitz. Platinreif, cool. Wir haben so viele Heil-Items hier verschwendet, das ist unglaublich. Ich muss auf jeden Fall mal nach dem Dungeon hier richtig einkaufen wieder. So, hier kamen wir her, oder? Ja, hier kamen wir her. Aber es gibt hier noch einen Weg. Hä? Hey, sind ein Monster? Los, packen wir es an. Jo. Ah, tatsächlich, da ist Blitz. Wir sind also gegen Licht und gegen Feuer empfindlich. Okay, da hinten ist noch alles geben, scheint's nicht zu reichen. Nicht, wenn man rumsteht und jammert. Jawohl. Das war knapp. Das war hart. Das war hart. Geschafft ist geschafft. Ein Mogli-Talisman, was ist das denn bitteschön? So, Trick des Bildern des Mogli erhöht die EP-Gewinn in zahlreichen Situationen. Mehr Erfahrung? Da sage ich doch nicht nein. Und Platinreif 700. Das bekommt hier direkt der Dings da hier, Prompto. Wie krass. Bitteschön. Warte mal, Ignis kann auch noch was vertragen. So, erstmal sortieren. Titanreif. Wir haben schon Silberreif, Goldreif. Ja, hier. Ja, ich sollte öfters mal hier die Accessoires mal durchschauen. Manchmal denke ich, ja, ich habe so krasse Accessoires und leg die gar nicht an. Deswegen bin ich auch so schwach wahrscheinlich. Schwarzes Halsband, was ist das denn bitte schon wieder? Ein schwarzes Halsband beschleunigt die LP-Regeneration. Nö, brauche ich nicht. Du hast auch. Nein, nein. Aber... Boah, wie weit es hier runter geht, was ist das denn für ein Dungeon? Warum ist er denn so groß? Boah, dieser Dungeon ist ja echt riesengroß. Nicht platzen, nicht platzen. Ich hab doch gesagt, nicht platzen. Warum platzt du? Oh, das gibt's doch nicht. Wir müssen irgendwo mit der Tür fahren.
lassen wir die Waffen sprechen. Wieder zigtausend von diesen Gegnern, das wird wieder lange Kampf. Ach Mann. Ich überlege jetzt echt, da vorbeizurennen. Das kann doch nicht sein, dass die so lange hier aufhalten. Wir hauen jetzt einfach ab. Anscheinend müssen wir sie ja nicht besiegen. Jo. Oh, wow. Wo sind ja, das wüsste ich auch gern. Ziemlich geräumig. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Oh, dabei habe ich überhaupt keine Lust mehr zu laufen. Na, dann können wir ja hier zelten. Niemals. Ja, zelten wir hier. Wo kann man zelten? Oh nein, da hinten sind noch welche. Oder waren das die, von denen ich weggerannt bin? War ja klar. Warum frag ich überhaupt? Schwing dich rüber. Robin, wir sind umzingelt. Was ist das denn? Einfach alle. Schon wieder ein Yojimbo? Warum gibt's denn so viele von denen? Eigentlich gibt's nur einen einzigen von denen. Okay, der macht krassen Schaden. Ja, wenn ich nicht rede, dann konzentriere ich mich, weil es ist gerade etwas schwer. Ja, das ist mir besiegt. Ich zerschmettere dich! So, und jetzt brauchen wir noch hier Heilung. Lass dich von nichts aufhalten. Deckst du mir den Rücken? Natürlich. Hätte ich gewusst, dass der Dungeon so lang ist, hätte ich mich vorbereitet. Da kommt ja noch ein Rücken. Wir haben was Besseres zu tun. Tschüss. Ich konnte. Ist ein Item? Nein. Ich hoffe, wir sind echt bald da und haben das hier erkundet. Das ist ja so ein krasser Dungeon. Ist das lästig? Klappe zu, Monster tot. Klappe zu, Affe tot. Boah, zigtausend Millionen Stück von den Teilen. Nee, zum Glück müssen wir sie nicht bekämpfen. Platzmangel herrscht ja nicht. Oha, das ist ja riesengroß hier. Endlich Endstation? Vielleicht gibt's ja einen Schalter oder so. Oh, bloß nicht. Da ist ein Schalter. Ja. Wo wir schon mal hier sind. Oh Mann, oh Mann. Das ist wirklich groß hier. Das ist... Wow. Was mache ich hier überhaupt? Jetzt irgendwas betätigt? Ja, da ist jetzt ein Häkchen, ja, und weiter. Was machen die da? Jetzt kommt mal zu mir. Keine Ahnung, was ich machen soll. Ich bin gleich bei dir. Sind ja auch irgendwie Schalter? Ah, oh, Ignis. Nein. Ignis. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll.
Die kämpfen da die ganze Zeit, aber das bringt doch nichts. Leute, ihr werdet voll verhauen. Merkt ihr das nicht? Okay. Prinz Noctis muss das wieder regeln. Müssen wir wieder alles alleine machen. Ordentlich. Nee, das ist wenigstens Platz zum Kämpfen. Bist du okay? Ich komm klar. Dario, los! Vorsicht! Sauber, Dario! Los, los, los. Okay, mir gehen echt die Phönixfedern aus. Na endlich! Tut mir leid. Aber wir haben sie bald besiegt. Derartige Probleme habe ich nicht vorausgesehen. Sieht nicht gut aus. Alles geschafft? Nein, da oben sind immer noch einzelne. Wahrscheinlich wird irgendwas freigeschaltet, wenn wir sie besiegt haben. Oder irgendwas geht auf. Es sind aber nur noch zwei Stück. Das sind sie. Dario! Ich zerschmettere dich! Noct hat voll den Lauf! So bin ich halt. Fort mit dir. Das ist eine richtige krasse Dungeon. Okay, haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft. Oh Mann, hab ich vielleicht einen Durst? Ich bin am Verhungern. So, wird jetzt irgendwas freigeschaltet? War ja auch ein harter Kampf. Passiert jetzt hier irgendwas? Ja, jetzt passiert was. Okay. Das heißt, wo ich im Kampf war, war nichts. Ist das wieder etwa der Rückweg? Ist das wieder der Rückweg? Das kann doch nicht wahr sein, oder? Ist das nicht der Anfang? Irgendetwas ist da. Vielleicht ein Schatz? Lasst uns nachsehen. Wo komme ich da hin? Ach ja. Im Zentralsektor besiegen. Wo sind die Gegner im Zentralsektor? Oh weia. Ob das hält? Pass lieber auf, Noct. Diebes. Ich glaube, hier ist ein Weg. Geh runter. Sieht aber gefährlich aus. Was sollen wir tun, Noct? Die Entscheidung liegt bei dir. Okay, ja, hier runter. Ach, meine Augen. So, jetzt bin ich allein und kämpfe gegen ihn, oder was? Wo ist der Rest? Wo sind meine Freunde? Okay, krass, krass. Prompt ist wie immer tot. Oh. Also dann. Ich zerschmettere dich!
Beobachte die Bewegungen deines Gegners. Ja, ja, ja. Okay, alles klar, wir leben wieder. Da ich nicht gerechnet habe, dass dieser Dungeon ziemlich groß ist, werden wir jetzt hier erstmal den Part beenden und machen den nächsten Part weiter. Deswegen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, obwohl es hier die ganze Zeit nur in diesem Part nur gekämpft worden ist. Und es ist ein ziemlich krasser Dungeon. Ich hoffe, wir schaffen den nächsten Part. Ja, mein Name ist Gelato86 und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Part auch bewertet würdet. Ein Abo hinterlasst, Kommentare, Däumchen hoch, das ganze Programm. Bis dahin sage ich dann, bis zum nächsten Part. Bye bye, winke winke und ciao ciao.